Meine Damen und Herren, willkommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von natürlich Landwirtschaftssimulator 2019 einfach nur. Es tut mir leid, ihr seht, ich habe mehr Geld, ihr seht, ich bin hier relativ weit mit dem Feld. Warum? Erkläre ich jetzt. Ich habe Aufnahmen gemacht und in diesen Aufnahmen habe ich mein Feld abernten lassen. Ich habe Holz weggeschafft und Problem an der ganzen Sache, mein Ton war nicht da. Meine Stimme war nicht da und deswegen habe ich die Aufnahmen gleich weggeworfen. weil meine süße Stimme nicht mehr. Aber jetzt habe ich nicht ganz so viel Zeit, deswegen versuche ich ein paar Parts hinzukriegen. Wenn es gerade ein kleines bisschen leckt, wenn ich wüsste warum, würde ich es gerne sagen. Es ist einiges passiert. Ich habe glaube ich 5 Folgen aufgenommen. Ihr seht, das Feld ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir haben auch die Mission bald geschafft. Dazu habe ich mein Fiat verkauft. Deswegen habe ich auch so viel Geld. Ich habe ein Fiat verkauft für 46.000 und habe eine Ladung mit 3 Bäumen geschafft und habe das Rapsfeld abgeerntet. Habe dazu das Feld glaube ich schon neu bepflanzt, ja. Wollte ich noch nicht mal nochmal anhalten und gucken. Das Feld ist neu gepflanzt. Wenn im Hintergrund irgendwas nervt, ja, das sind die Nachbarn, die haben mich vorhin gerade in den Schlaf gebohrt. Weil ich hatte Nachtschicht gehabt und ich kriege dann noch Besuch, einen weiblichen Besuch, mit dem ich im letzten Part, den ich nicht rausbringen konnte, geredet habe, was man machen kann. Und ich muss mal gucken, wir haben es 14:42 Uhr, sie wird ungefähr 16, also in 2 Stunden wird sie ungefähr auftauchen. In einer Stunde ist ihr Vater von der Arbeit fertig und dann fährt sie gleich hierher. So, deswegen... Ich habe auch World of Warships, World of Plants aufgenommen gehabt. Extrem 5 Folgen hatte ich, 5 verschiedene. Die waren richtig, richtig, richtig Hammer. Ich habe Haufen Punkte gesammelt, ich habe alles Mögliche. Aber ja, das ist daraus passiert. So, wir brauchen nur das Arbeitslicht hinten. So als, jo, hallo, hier bin ich. Also das heißt jetzt auf Deutsch, wir haben 56.000. Die Eier habe ich weggeschafft. Die Pferde sind soweit fertig. Und ja, sonst gibt es erstmal nichts Neues. Wir gucken mal kurz. Wir werden mal den Klemmer übernehmen. Weil der neu angefangen hat. Ja, wie gesagt, die Nachbarn bohren wie verrückt. Wer weiß warum. Dass es da schon wieder Spawn gibt. Aber mir ist gerade was eingefallen. Und zwar, wir brauchen ja irgendwann mal in nächster Zeit ein bisschen mehr Geld. So. Mehr Geld. Also das heißt, wir brauchen ein größeres Land. Das bedeutet auf gut Deutsch, wir möchten uns ein neues Land kaufen. Zum Beispiel Feld 29. Oder 18. Eins von denen, einen für 180.000, 128.000. Mir ist eingefallen, man kann ja für die arbeiten und dann wird das Feld günstiger. Das bedeutet auf Deutsch, wir gucken dann mal, dass wir erstmal gucken, ob es irgendeinen bestimmten Kunden gibt, den das Feld gehört. Dann könnte man für den ja arbeiten. Ich hätte hier einfach Tab drücken können, aber die Mission... Warum mein PC, wie gesagt, gerade so ein bisschen überfordert ist und einen Haufen Lecks reinbaut, wenn ich das wüsste, würde ich das mehr erzählen. Genau. Ja, wir werden hier einmal noch abladen. Und dann müsste eigentlich durchfahren, wenn ich überlege, was der sonst jetzt geschafft hat hier. Könnte das hier fast schon mit irgendwas schaffen. So, den kann man nochmal 5 Meter fahren, also bis zur Tankstelle fast. Und dann übernehmen wir. Dann ist mir aufgefallen, es gibt einen verkürzten Weg zu meinem Hof, den ich bis jetzt eigentlich nur in der Mission genommen habe. Warum ich den jetzt nicht nehme, ist eine gute Frage. Und zwar ist es einfach Feld 14 unten lang geradeaus durch, und dann bin ich da. Dann ist mir aufgefallen, ich müsste eigentlich mal mehr mit meinem zweiten Profil arbeiten, beziehungsweise wieder mehr Videos von Landwirtschaftssimulator rausbringen. Ist im Moment ein bisschen mistig, weil die Lust und Laune noch nie da ist. Vielleicht ab Februar wieder, dass ich hier jeden zweiten Tag und am Wochenende einen Landwirtschaftssimulator rausbringe.
weil wir müssen ja auch irgendwann mal was erreichen, bevor der Landwirtschaft 2020 rauskommt. Zwar das Jahr geht relativ schnell vorbei. Wir sind jetzt Mitte Januar schon, 2019. Und so. Da geht die Zeit schon relativ schnell vorbei. So, wir werden jetzt hier wieder umsteigen. Hier einen Helfer an. Hier einsteigen und wegfahren. Am besten ganz, ganz weit. Oh, hier ist eine kleine Hütte. So. Und dann wollen wir weiter mit dem Waldraffer. Also es sind so die Sachen, die letztes Mal passiert sind und mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Wir haben keine neuen Maschinen, wir haben eben einen Haufen Zeug genug verkauft. Haben mir überlegt, ob man die Hühner uns wechseln auf andere Tiere. Weil die Hühner haben gerade mal mit 3 Packungen haben sie mir 900 Euro gegeben. Und das ist wirklich nichts. Das ist echt schade, dass sowas überhaupt gehen kann. Den werden wir jetzt gleich, beziehungsweise den Anhänger werden wir gleich wieder zum Bäumen hinstellen. Dann gucken wir uns an, irgendwann mal ein bisschen wieder mit Pflanzengiftel anfangen. Weil wir hier schon relativ viel Unkraut haben. Dass ich hier irgendwo durchkomme. So, den lasse ich jetzt hier stehen einfach. Weil ich glaube, das eine Feld hier ist schon voller, ist hier komplett voller Unkraut. Oder gedüngt Unkraut, ne, null. Hier ist aber voll Unkraut. Und das tut hier unsere Fracht ein bisschen, unsere Fracht, oder schon unsere Ware ein bisschen mindern. Deswegen besitzen wir ja auch diesen Waldra in Pflegebereifung, damit er ja nicht alles kaputt macht. Das ist natürlich die gute Frage, wie teuer ist das? Und das habe ich mir noch nicht angeguckt. Wir werden jetzt einfach mal gemeinsam gucken. Zuckerrohr Pflanzenschutz müsste es sein. Unkraut-Ex. 30.000 könnte man sich leisten sogar. Ist nur die Frage, ob sich das rentiert, jetzt mit Pflanzengift anzufangen. 24 Meter. 2200. 1,3. Also holen wir uns den Hardy oder Kuhn. Man könnte damit anfangen. Und dann nochmal vor der Ernte, das könnte man noch selber machen. Und das werden wir einfach auch machen. Wir werden uns hier noch das Pflanzengiftzeug jetzt hier holen. Das ist jetzt die Mission für dieses Mal. Dann werden wir für nächstes Mal selber über das Feld fahren. Wir haben ja jetzt langsam mal das Geld, dass wir uns wirklich mal Pflanzengiftzeug holen können. Auch wenn wir dafür eine Maschine verkauft haben. Ah, tut immer noch weh. Ich habe das Haus verkauft, ich habe jetzt eine Maschine verkauft, die gerade mal 2 Tage alt war. Also, guckt euch mal auch hier, Feld 29, das ist doch ziemlich klein. Also damit können wir ja auch nicht viel anfangen. Wir brauchen jetzt erstmal, wie gesagt, Pflanzengift und Unkraut-Ex. Das ist jetzt unsere Mission. So. Da könnten wir... Nimmt der Dings eigentlich das auf? Autos? Der hier... Dass man hätte... Nee, also der nimmt jedenfalls nicht... keine Flüssigkeiten auf. Sehr schade eigentlich. Wenn man den mit dem ranfahren kann, hätte sich das holen können. Dafür kann man sich ja aber diverses holen. Und dann müsste eigentlich hier 3700
um zu transportieren. Nee, der nimmt bloß Dings hier an. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir mal vielleicht in den Tank hier Wasser haben. Gibt es keine Möglichkeit? Hier ist eigentlich auch ungern austesten. Das wäre nämlich ziemlich praktisch. Wenn man den so hätte transportieren können, weil ihr wisst, was ich meine. Aber anscheinend geht das nicht. Gut, dann kaufen wir jetzt hier und Pflanzenschutz. Und werden das billigste nehmen hier von mit 21 Metern. Reicht für den Anfang eigentlich vollkommen zu. Kaufen wir natürlich das Ganze. Steht bereit. 1300. Das heißt, wir brauchen zwei Pflanzenschutzmittel. Genau. Ist es. Na komm. Nimm das an. Ne, eine braucht man. Ja, 2000 hat die drinne. Jo, dann nehmen wir eine. So. Da wird auch der kleine Dieseltanken nicht viel bringen. Schön anhängen. Und dann gehen wir jedes Mal, wenn das Feld kurz davor ist, fertig zu sein, wenn wir drüber nochmal fahren sollen. Das ist, ne, wir brauchen bloß das hier, weil sonst brauchen wir glaube ich nicht weiter reden. Das heißt, wir haben noch 700 Liter Pflanzenschutzmittel da. Man könnte sie ja auch jetzt den Transporter kurz mieten. Gucken, ob es reinpasst. Aber rein theoretisch passt es nicht rein. So, da waren wir ja schon heute ziemlich produktiv. Ich habe erzählt, was bei den Parts passiert ist, die nicht aufgenommen wurden. Und das Feld ist bald fertig. Unsere XXL-Mission. Oh, ich hätte hier noch Gewichte dran nehmen müssen am besten. Oh. Ja, liebe Hühnerchen. Das habe ich auch schon mal so gemacht hier. Dim, 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 dim. Wenn wir den mal ausklappen, gucken. Wir werden ihn schon mal bereitstellen. Das Feld ist ja bald fertig hier. Also hier brauche ich hundertprozentig keinen größeren. Auf meinen kleinen Feldern hier. Immer ganz vorsichtig. Ich möchte mein Feld nicht vernichten. Ja, hiermit können wir reden. So, Forst, okay. Der nimmt seine letzten zwei Reihen mit. Sehr gut. Sehr gut. Gucken wir mal kurz nochmal hier. Durchzippen schnell. Dann würde ich sagen, wenn ich das ganze Pack gefallen hat, nur noch, wenn ich deinen Daumen nach unten, schreib mir einen Kommentar, wenn mehr davon sie wird auch nicht, und dann bis zum nächsten Mal. Zeig dir mein Wort. Ciao, ciao.